Richard musste schlafen. Doch das Pochen in seinem Kopf ließ ihn nicht schlafen. Es war gleichmäßig und weit entfernt, wie aus einer anderen Welt. Der Gestank von Benzin stieg ihm in die Nase. Um ihn herum hörte er Stimmen. Dumpf, nicht real. Der Transporter fuhr über die unebene Straße. Matsch wurde auf das Blech gespritzt. Irgendwann hielt der Fahrer, stellte den Motor aus und klappte die Luke an der Hinterseite nach unten. Um Richard herum erhoben sich die Menschen, gingen über die Ladefläche und sprangen auf die matschige Straße. Richard blieb sitzen. Er wollte schlafen. Das war der Befehl. Raus mit dir, Rekrut. Die Schläfchen sind vorbei. Du bist jetzt an der Front. Schlapp erhob sich Richard und trabte aus dem Transporter. Der Fahrer schaute ihn grimmig an. Die anderen Rekruten waren bereits vorgelaufen. Richtung Westen. An die Front. Von hier aus musst du laufen. Die Einschusslöcher vom Artilleriefeuer haben die Straßen unbefahrbar gemacht. Ich muss noch ein paar Touren machen, also beeil dich, grunzte der Fahrer, während er die Luke zur Ladefläche wieder einrasten ließ. Wo muss ich hin? Der Fahrer ging an ihm vorbei und setzte sich wieder in den Transporter. Was für eine dämliche Frage. Immer dem Artilleriefeuer nach. Also, Hals- und Beinschuss, Kamerad. Der Fahrer startete den Motor, wendete und fuhr in die Richtung, aus die sie gekommen waren. Richard blickte sich um. Wo war er? Was tat er hier? Und vor allem, wer war er? Um ihn herum befand sich ein trübes Feld. Einige blattlose Bäume standen verwahrlost neben der Straße. An einigen Ästen hingen Kleidungsfetzen und Körperteile. Richard tastete sich ab. Er trug eine Uniform und einen Eisenhelm. An seiner Schulter hing ein Gewehr. Er zog den großen Rucksack ab und blickte hinein. Etwas zu essen und zu trinken, Verbandszeug, eine Decke, ein Kompass und eine kleine Handfeuerwaffe. Damit konnte er arbeiten. Er rappelte sich auf und ging weiter über die unebene Straße, in Richtung der Front. In Richtung des Artilleriefeuers. Die Straße verlief sich nach einer Weile in einem riesigen Netzwerk aus Schützengräben. Im Matsch lagen Vorräte, leere Munitionshülsen und einige Leichen verstorbener Kameraden. Geduckt lief er durch die morschen Gänge, bis er den Anschluss zu den anderen Soldaten fand. Alle trugen die gleiche Uniform, kauerten hinter den Grabenwänden und warteten das Artilleriefeuer ab. Die Luft war von Rauch und Staub zerfressen und es fiel Richard schwer zu atmen. Über den Gräben wurde Stacheldraht angebracht, an dem einige Stofffetzen hingen. Richard hatte viele Gerüchte über die Front gehört. Mutige Soldaten liefen in den Tod und wurden mit Ruhm und Ehre belohnt. Richard fühlte sich weit weg von zu Hause. Wo wohnte er? Er fasste sich an den Kopf. Es konnte doch nicht sein, dass ihm alle Erinnerungen an seine Heimat fehlten. Wohnte er nicht in Demopolis? Lagen diese Gräben nicht in der Vergangenheit? Kopf runter, Mann, sachte! Ein Soldat stieß ihn um und Richard fiel unsanft in den Schlamm, während er über sich eine Explosion hörte. Der Kamerad trug ebenfalls ein Gewehr und sein Bajonett war blutverschmiert. Wo bin ich? Fragte er panisch. An der Westfront, Kamerad. Keine Sorge, dir geht es gleich wieder besser. Das war echt haarscharf, Mann. Der Soldat half Richard hoch und deutete auf eine Grube, nicht mal einen Meter vom Schützengraben entfernt. Die Granate hätte dir den Kiefer weggerissen. Bist wohl noch nicht so lange hier, was? Der Kamerad holte einen Flachmann hervor und reichte ihn Richard. Ah, nimm den Schluck, dann geht's dir besser. Richard kippte sich den Whisky die Kehle herunter. Ihm wurde ein wenig wärmer. Er spürte, wie die lauernde Gefahr Adrenalin durch seinen Körper pumpte. Er war wieder vollkommen bei der Sache und salutierte stramm. Rekrut Flynn, 3. Regiment, 7. Bataillon. Der andere musste lachen. Spar dir deine Manieren, Flynn. Du bist jetzt an der Front. Hier geht's ums blinde Überleben und nicht um gute Sitten.
Ich bin Hans. Bleib einfach dicht bei mir, dann passiert dir schon nichts. Richard nickte und gab Hans den Flachmann zurück. Hans bedeutete ihm zu folgen. Geduckt rannten sie durch den breiten Schützengraben, sprangen über eine mit Schlamm bedeckte Leiche und drückten die Tür zu einem Bunker auf. Hans und Richard gingen hinein. Auf dem Boden lagen dicht an dicht einige Matratzen. Es war nur ein weiterer Soldat im Bunker, der vor sich hin döste. Ah, schön wieder zu Hause zu sein, scherzte Hans. Er warf seinen Rucksack auf eine ranzige Matratze und nickte Richard zu. Hier wirst du erst einmal wohnen, Flynn. Heimaturlaub ist rar, also gewöhn dich besser dran. Wir wollen alle nach Hause und je schneller wir die Franzosen besiegen, desto eher kommen wir hier weg. Er zeigte auf den schlafenden Soldaten. Das hier ist Rotkopf. Ist auch gerade erst angekommen und macht auf mich einen verwirrten Eindruck. Naja, wir werden im ersten Kampf sehen, was er taugt. Solange es kein Ire ist, scherzte Richard und setzte sich auf eine der freien Matratzen. Früher hatten wir in dem Loch noch ein paar Kameraden, aber die sind alle tot. Klingt scheiße. Kann man sehen, wie man will. Wir haben jetzt mehr Platz für uns. Die Matratze war hart und dünn. Es würde schwierig werden, dort vernünftig Schlaf zu finden, aber es war besser als nichts. Ein wenig Erde rieselte von der Decke herab. Das Artilleriefeuer hatte immer noch nicht nachgelassen. Ein dumpfes Donnern lag in Richards Ohren. Sein Bauch fing an zu knurren. Er hatte während der ganzen Fahrt nichts gegessen. Doch er wollte auch nicht unkameradschaftlich erscheinen. Hast du Hunger? Fragte er Hans. Haben wir alle. Aber hier gibt es immer noch mehr zu essen als in der Heimat. Alles für die Armee. Alles für den Sieg, sagte Hans. Richard holte eine Dose Erbsensuppe aus seinem Rucksack, öffnete sie mit einem Messer und kippte eine Hälfte in Hans Schale und die andere in seine. Auch was, Rotkopf? Fragte Richard den Stummsoldaten. Dieser richtete sich auf, grummelte etwas vor sich hin und verließ den Bunker. Gut, dann nicht. Die Erbsensuppe schmeckte wässrig, doch das war Richard egal. Er machte sich Gedanken über die Fahrt. Wo hatte sie eigentlich begonnen? Was war sein Ziel hier? Hatte er irgendeinen Auftrag bekommen? Er konnte sich nicht erinnern. Was hast du früher so gemacht, Hans? Hans blickte kaunt auf. Von seinem Mundwinkel tropfte ein wenig Suppe auf den Boden. Oh, weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Ist auch nicht wichtig. Hat überall irgendwas mit Verdrängung zu tun, keine Ahnung. Er schob sich noch einen Löffel in den Mund. Richard hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass er eigentlich irgendetwas erledigen musste. Er hatte eine Aufgabe, doch er erinnerte sich nicht mehr daran, was es war. Plötzlich wurde die Tür aufgerissen und Rotkopf kam wieder reingestapft. Er war über und über mit Matsch beschmiert. Da will man einmal austreten gehen und zerreißt direkt die Kompanie neben dir. Oh, so eine Scheiße, das waren alles neue Rekruten, fluchte er und trat gegen einen Stuhl. Seine Stimme klang ungewöhnlich hoch und auch seine Statue wirkte merkwürdig. Außerdem sieht es nach Regen aus. Oberst Lambert hat befohlen, dass wir die Nacht in unserem Bunker bleiben sollen. Oh, nicht schon wieder. Das letzte Mal, als es geregnet hat, ist der ganze Bunker vollgelaufen. Die Matratzen haben sich vollgesogen. Man hat keine einzige Minute Schlaf finden können, obwohl nicht einmal geschossen wurde, beschwerte sich Hans. Ist es schon dunkel? Ja. Dann gehe ich jetzt raus und hole ein paar Sandsäcke. Hans, warte. Rotkopf griff nach Hans Arm und redete auf ihn ein. Der Oberst ist draußen. Wenn der das mitbekommt, gibt's eine deftige Strafe. Hans verzog das Gesicht. Dann kommen wir halt in eine Zelle. Da ist es immerhin trocken. Ich habe keine Lust drauf, auf einer vollgesogenen Matratze zu schlafen und mir den Platz mit den Ratten zu teilen, weil sie nicht ertrinken wollen. Also, bis gleich. Er verließ den Unterschlupf. Rotkopf blickte Richard besorgt an. Bei Regenwetter sollen die Scharfschützen immer besonders aggressiv sein. Richard antwortete nicht. Ihm kam eine Erinnerung in den Kopf geschossen. Scharfschützen, Regen, tropische Hitze. Afrika? Richard? Rotkopf riss ihn aus den Gedanken. Alles in Ordnung? Ja, meinte Richard. Wir sollten ihn zurückholen, bevor er getroffen wird. Richard war zwar noch nicht lange an der Front, allerdings wollte er nicht, dass einer seiner Kameraden wegen so einem Schwachsinn starb. Schließlich hatte Hans auch sein Leben gerettet und ihn freundlich aufgenommen. Er warf sich seine Jacke über und ging nach draußen. Es regnete viel stärker, als er angenommen hatte. Seine Stiefel versanken bereits bis zur Hälfte im Matsch und ein schmatzendes Geräusch ertönte, als er versuchte, sie rauszuziehen.
Er watete den Schützengraben entlang. Neben Richard war sonst niemand draußen zu sehen, aber er war sich sicher, dass auch andere Probleme mit dem Unwetter hatten. Einige Meter entfernt entdeckte er Hans. Mit seinen Händen war er gerade dabei, einen Sandsack aus der Verkleidung zu ziehen. Hier haben sie so viele. Und wir haben keine, grummelte er. Richard blickte ihn fragend an. Sandsäcke meine ich. Also, es würde so viel ausmachen, 2 oder 3 mitzunehmen. Hans stoppte abrupt. Er blickte Richard eine kurze Zeit lang an und kippte dann zur Seite. An seinem Kopf klaffte eine Schusswunde. Reflexartig warf Richard sich in den Graben. Schlamm drang durch seine Kleidung und Adrenalin begann wieder durch seine Adern zu pumpen. Er robbte sich Stück für Stück voran. Was war seine Aufgabe? Im Schlang liegen und erschossen werden? Tief im Unterbewusstsein tauchte eine verschwommene Erinnerung auf. Er konnte keinen klaren Gedanken fassen. Sein Leben wirkte so weit weg, als wäre es ein Traum gewesen. Ein Traum? Gefangen in einem künstlichen Traum. Louis und der Whisky und die Befehle. Plötzlich packte ihn jemand an den Schultern und zog ihn den Graben entlang. Er wandte sich aus dem Griff heraus und sprang auf. »Kopf runter, du Trottel!« schrie Rotkopf schrill. Zusammen liefen sie zurück zum Bunker und ließen sich außer Atem auf den Matratzen nieder. »Was ist denn nur mit dir los, Mann?« Rotkopf blickte ihn wütend an. »Ständig bist du geistesabwesend oder bleibst sogar in dem verdammten Graben liegen!« In Richards Kopf drehte sich alles. Er wusste nicht, wie er es Rotkopf erklären sollte. Rotkopf, eine Einbildung in seinem Traum. Eigentlich saß er auf dem Sessel im Traumshop, das konnte er mit Sicherheit sagen. Verletzlich, wehrlos. Es war daher egal, was er in diesem Traum tat oder wie er sich benahm. Irgendwann würde er aufwachen. Was dann passieren würde, das konnte er noch nicht wissen. Rotkopf, ich glaube, ich bin in einem Traum gefangen, fing Richard an. Er wollte herausfinden, wie der Traum auf so eine Information reagieren würde. Wie meinst du das? Nun, alles, was hier passiert, passiert in meiner Einbildung. Du bist deine Einbildung, der Bunker auch. Wenn ich dich umbringen würde, dann hätte es keine Konsequenzen. So, meinst du? Ich fühle mich allerdings ziemlich real, muss ich sagen. Natürlich tust du das. Du bist doch ein fehlerloser Traum. Ich habe Todesangst. Außerdem wäre der Traum nicht ganz fehlerlos, meinte Rotkopf und zog ihren Helm vom Kopf ab. Eine rote Langhaarfrisur fiel auf die Schultern von Rotkopf. Du bist eine Frau? Wie heißt du? Rotkopf lachte kurz auf und guckte dann verlegen zur Seite. Das weiß ich selbst nicht. Du nennst mich Rotkopf und in meinem Kopf schwirrt der Name Albert herum, aber... Sie legte ihre Stirn in Falten. Wie kann ich ein Albert sein, wenn ich eine Frau bin? Das ist nicht mein richtiger Name. Aber an meinen richtigen Namen erinnere ich mich nicht. Richard setzte sich neben sie. Seit wann sind eigentlich Frauen an der Front erlaubt? Ich weiß es nicht. Ich bin in einen Transporter aufgewacht, wurde mit Albert angesprochen und hatte diese Uniform an. Ich habe kaum noch Erinnerungen an meine Jugend oder Kindheit. Alles, an das ich mich erinnern kann, hat hier an der Front stattgefunden. Richard nickte, nahm seinen Rucksack, der neben ihr lag, und öffnete ihn. Zum Glück waren noch alle Konserven da. Ja, so geht es mir auch. Plötzlich war ich in diesem Transporter und musste an die Front, das Vaterland verteidigen. Aber was davor war, das weiß ich nicht. Du hast auch diese Vision, oder? Unterbrach Rotkopf ihn. Richard erinnerte sich an die letzte Nacht. Ja, habe ich. Ich habe von einer fremden Stadt geträumt. Riesige Hochhäuser mit vielen Lichtern und Menschen, die mir vertraut vorkamen, obwohl ich sie eigentlich gar nicht kenne. Wie eine Vision. Rotkopf blickte Richard lange an. Ja, so war das bei mir auch. Ich war Anführerin einer Armee oder so etwas und dann... Sie stockte. Dann war ich plötzlich wieder eine ganz normale Soldatin. Ich habe die ganze Zeit diesen Begriff im Kopf. Erster Weltkrieg. Aber woher weiß ich denn, dass das hier der Erste ist? Richard wusste darauf keine Antwort. Die Droge, die den Traum verursachte, schien auf Erinnerung zurückzugreifen, anstatt etwas hinzuzufügen. Plötzlich wurde die Tür zum Bunker aufgerissen und ein Oberst trat hinein. »Wir greifen die Franzosen an! Los jetzt!« rief er und verschwand wieder.
Richard blickte verunsichert zu Rotkopf, die aus dem Rucksack eine Flasche Whisky gekramt hatte und sie Richard unter die Nase hielt. Wir müssen einen Weg rausfinden, aber nüchtern ist das fast nicht zu ertragen. Auch den Drang nach Alkohol schien dieser Traum zu berücksichtigen. Er griff nach der Flasche und nahm ein paar Schlücke. Es wärmte ihn. Es machte ihn glücklich und ließ ihn das alles besser ertragen. Es motivierte ihn, nach dem Gewehr zu greifen und sich in dem Graben neben den Oberst zu stellen. »Ist das Ihre?« fragte der Oberst, während er mit dem Kopf zu einem Stück Stacheldraht nickte. Hans' toter Körper hatte sich dort verfangen. Es sah so aus, als würde er immer noch auf seinen Beinen stehen und hatte daher noch mehr Schusswunden im Kopf. Richard nickte nur geistesabwesend. »Heute bringt es mir nichts, euch zu disziplinieren. Das werden die Franzosen für mich übernehmen.« »Was meinen Sie damit?« fragte Rotkopf. »Es gibt jetzt eine Angriffsoperation. Wenn das Trommelfeuer von denen abebbt, schlagen wir zu. Der Befehl kommt von ganz oben, hat höchste Priorität.« Der Oberst blickte zu Richard, der ängstlich sein Gewehr umklammerte. »Ist das Ihr erster Einsatzrekrut?« »Ja.« »Ist auch Ihr letzter.« Sie hörten zu, und das Trommelfeuer der Franzosen wurde leiser und ebbte schließlich ab. Oberst Lambert kramte eine Taschenuhr hervor und verglich die Zeit mit den anderen Soldaten. »Wenn der General pfeift, dann geht es los. Und keine Ausflüchte, verstanden?« Richard umklammerte sein Gewehr noch fester. Es war die einzige Sicherheit, die er hatte. Er war sich seiner Aufgabe wieder klar. Den Feind vernichten. Was würde ihn auf dem Feld erwarten? Was, wenn er angeschossen werden würde? Wie sollte er fliehen, wenn er den Angriff überlebte? Als er merkte, wie sich sein Hals zuschnürte, kramte er eine Flasche Wasser hervor und trank einen großen Schluck. Dann ertönte die Pfeife. Oberst Lambert, Rotkopf und alle anderen Soldaten um ihn herum stemmten sich über den Schützengraben nach oben und stürmten auf die gegnerische Front zu. Richard tat es ihm gleich. Das Feuer auf der gegnerischen Seite begann erneut. Er war gespannt auf seine erste Schlacht. Er hatte die Ehre gehabt, für sein Land in den Krieg zu ziehen, seinem Land den Sieg zu bescheren und die Chance, als gefeierter Kriegsheld nach Hause zurückzukehren. Aber Richard wollte nicht nach Hause. Er wollte seine Arbeitskollegen wiederfinden. Vor Richard erstreckte sich ein weites, graues Feld, übersät mit Granatenkratern, Stacheldraht und Leichen. Das ganze Schlachtfeld erinnerte ihn an die Grube in Demopolis. Ohne Regeln, ohne Gesetze, jeder nur für sich selbst. Richard stürmte in einer der hinteren Reihen auf das gegnerische Lager zu, als sie es hörten. Irgendjemand schrie noch: »Artillerie, Deckung!« Doch für viele war es bereits zu spät. Im selben Moment eröffneten die Franzosen das Trommelfeuer auf Richard und seine Kameraden. Jetzt galt nur noch eins in diesem Moment: Überleben. Um Richard herum schlugen Granaten ein. Er sah, wie einige seiner Kameraden in Stücke gerissen wurden, anderen wurden in den Kopf oder in die Brust geschossen. Es war ein Gemetzel. So etwas konnte Richard unmöglich aushalten. Gerade eben noch hatte er sich auf die Schlacht gefreut, aber plötzlich hatte er panische Angst davor. Sein Kopf war leer. Jegliche Gedanken wurden verdreht. Er war doch nur ein einfacher Journalist. Panisch, da er nicht wusste, wie er reagieren sollte, warf er sich in einen Granatenkrater. Eine Wasserlache befand sich am Boden des Lochs. Er warf sich in den Schlamm, suhlte sich darin und blieb reglos liegen, die Augen ständig auf den Rand des Lochs gerichtet. Wenn dort ein feindlicher Soldat reingucken würde, dann würde man ihn niemals entdecken. Über ihm explodierten Granaten. Seine Kameraden rannten dem Feuer entgegen, sprangen in die gegnerischen Schützengräben und stachen ihre Gegner ab. Befreundete Artillerie traf verbündete Truppen. Männer kämpften auch mit einer leeren Waffe bis zum Tod. Für alle Fälle umklammerte Richard sein Bajonett, bereit zuzustechen. In seinem Kopf war ein unglaubliches Chaos ausgebrochen. Zu viele Ereignisse, zu viele Erinnerungen. Er war kein Journalist. Er war ein Soldat. Genauer gesagt Rekrut Richard Flynn, 3. Regiment, 7. Bataillon.
Die Granaten und das ständige Feuer seiner Gegner ließen ihn nicht klar denken. Langsam ließ die Artillerie nach und ihm wurde bewusst, was jetzt kommen würde. Er presste sich tiefer in die Erde. Man sollte nicht bemerken, dass er noch lebte. Über sich hörte er Schritte und Schreie. Diesmal kam das Trommelfeuer von der anderen Seite, von der Seite seiner Verbündeten. Und die Schreie kamen von seinen Feinden. Über ihm trampelten die Franzosen vorbei, als plötzlich einer von ihnen das Gleichgewicht verlor und zu Richard hinunterstürzte. Richard reagierte sofort. Er griff nach seinem Gewehr und stach dem Feind das Bajonett tief in den Brustkorb. Blut quoll aus dessen Mund und nach einigen Sekunden, in denen der Franzose Richard verzweifelt anstarrte, sackte er zusammen und blieb im Dreck liegen. Unter Schock starrte Richard die Leiche an. Noch nie hatte er jemanden aus dieser Distanz getötet. Früher, als er mit seinem Vater gejagt hatte, hatte er vielleicht mal ein Reh oder ein Hasen aus nächster Nähe sterben sehen. Aber einen Menschen zu erstechen war ein ganz anderes Kaliber. Nein, Richard war nie mit seinem Vater jagen gewesen. Es gab keine Wälder in Demopolis, außer den großen Stadtpark. Außerdem hatte er schon viele Menschen umgebracht. Damals, im Westafrikanischen Krieg. Und der Tote vor ihm kam ihm auch irgendwie bekannt vor. Er robbte zu ihm hin und durchsuchte seine Taschen. Irgendetwas, womit er ihn identifizieren konnte. Einen Ausweis, Papiere, irgendetwas. Doch das Einzige, was er fand, war Schokolade. Träumte er das nur? Seine letzte Erinnerung, bevor er zur Front kam, war ein Traumshop gewesen. Was, wenn das alles nur ein schlechter Traum war? Technisches Versagen des Traumshops? Richard entpackte die Schokolade und probierte ein Stück. Sie schmeckte gut. Sowas hatte ihm gefehlt. An der Front gab es monatelang nur Dosenfutter und Wasser. Vielleicht trug sein Feind noch etwas Munition bei sich, doch Richard hatte Pech. Da war nur sein Ausweis. Frederick Lüders war sein Name, Journalist von Beruf. Das hörte sich eher deutsch als französisch oder englisch an. Und irgendwo hatte Richard den Namen schon einmal gehört. Auf einmal wandelte sich der Himmel. Richard drehte sich auf den Rücken und presste sich wieder tief in den Dreck. Über den Himmel zogen grün-blaue Blitze. Das gesamte Schlachtfeld leuchtete auf. Die Soldaten schauten sich für einen kurzen Moment verwirrt an. Doch als die dunkle Nacht brach und an dem Himmel plötzlich eine Sonne zu sehen war, kämpften sie weiter, als wäre nichts gewesen. Richard war sich nun absolut sicher, dass er in einem Traum gefangen war. Der plötzliche Wandel von Tag zu Nacht war für ihn nicht anders zu erklären. Er fasste den Entschluss, wegzulaufen. Desertieren. Weg von dem Krieg und der Lautstärke. Und wenn er getroffen werden würde, wäre es egal. Er rappelte sich auf und stieg aus dem Krater hinaus. Um ihn herum lagen die Toten und Leichenteile. Einige hundert Meter weit entfernt toste eine Schlacht. Richard fing an zu rennen. Er rannte an der Front entlang. Er sprang über die Verwundeten, den Gliedmaßen fehlten, die blind und verwirrt über das Schlachtfeld taumelten. Er wich Stacheldrahtzäunen aus. Doch das Surren der Granate hörte er zu spät.